herzlich willkommen auf der Ramtrock Ranch. Ich bin's wieder, euer Nico Stamm. Wer das Wetter im Mai so ein bisschen beobachtet hat, weiß, dass das hier was Besonderes ist. Also wir filmen das so ganz Ende vom Mai, sind jetzt mal wieder in der Sonne. Unsere Autos sind gewaschen. Das nutzen wir auch mal als Grund, um zu zeigen, was wir eigentlich fahren. Wir haben jetzt hier drei von unseren Autos mal beigestellt. Ich habe letztens, ist mir mal aufgefallen, dass ich jetzt schon fast ein Jahr einen Ram fahre, den ich noch nie in einem Video präsentiert habe. Das sollte sich ändern, das ist dann der dritte hier in der Reihe. Ja, da gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Vielen Dank übrigens für die netten Kommentare. Diese Kante im Bart, die kennen alle Bartträger. Das ist super, die FFP2-Marke drückt hier jedem so eine schöne Kante rein. Vielen Dank fürs Beileid und ja, liebe Grüße an die, die ähnlich geplagt sind. Ja, wir schießen vorne los. Das hier ist einer von unseren Blackouts. An unserem haben wir natürlich alles dran geschraubt, was uns so einfällt, um euch das hier präsentieren zu können. Das heißt, wir wollen ja, wenn ihr vorbeikommt mit Gen 4 Autos, auch zeigen können, was ist da möglich. Unser LED-Scheinwerfer ist hier drin. Unten unsere LED-Nebelscheinwerfer sind hier mit drin. Demnächst werden wir hier im Kühlergrill noch was mit Lampen machen. Gibt es ein separates Video zu. Wir haben ein 6 Zoll Fahrwerk drin. Wir haben ein paar anständige 17 Zoll mit einem schönen BF Goodrich. Das sind so 35 Zöller im Durchmesser ungefähr. Der füllt den Radkasten ganz gut aus. Gepaart hier mit Buschwecker Fender Flares, dass das ein bisschen breiter wird. Ja, ihr seht schon, das Auto hat eine anständige Höhe. Ne? Super fahrbar. Ja, Blackout von innen habe ich euch bereits ein paar Mal gezeigt. Hier ist eine Reno Bar drauf. Und die haben wir vollgestopft mit Laserlamps. Das heißt, wir haben hinten eine Linear 6 für den Rückfahrbereich oder für Arbeiten weiter hinter dem Fahrzeug. Oben drauf ist eine sehr lange Leitbar, die super flach ist. Die macht halt gar keine Windgeräusche. Nimmt auch wenig Turbulenzen auf. Deswegen haben wir da diese ganz schmale, flache gewählt. Und die hat halt auch richtig Qualm, was das Licht angeht. Hier mal ein bisschen rumprobiert. Wir kriegen jetzt dieses Retrax Rollo. Ne? Das ist das, was man so aufrollen kann, wenn ich das hier aufschiebe. Das hat diese T-Note, an der wir jetzt hier auch noch diese Querträger montieren können, wo wir dann Fahrräder oder sonst was drauf packen. Und das haben wir jetzt mal passend gemacht mit diesem Bügel. Ja, da sind wir ganz froh, das passt genau aneinander vorbei. Haben ein bisschen was gefummelt und jetzt haut das hier auch hin, sodass wir jetzt Bügel mit dieser Abdeckung in Kombination anbieten können. Ja, für die Gen 4 Autos haben wir so coole Lampengitter. Geht bei den Gen 5 nicht, weil die haben einen Totwinkelassistenten in der dritten Bremsleuchte. Da ist so ein Radarkopf drin und ein Radarkopf und so ein Gitter. Das funktioniert nicht. Ne? Die Radarstrahlen würden direkt zurückgeworfen, da würde ständig behaupten, dass da irgendwas im Weg ist. Deswegen hier nur für die Gen 4 Fahrzeuge im Programm. Headset dran. Und hier hinten haben wir noch, auch aus dem Hause Laser, so ein paar so Flutlichtscheinwerfer. Gerade im Bereich Anhängerkupplung rückwärts eben komplett Dunkelheit an irgendwelche Hänger dran fahren, haben wir zwei von den Lampen gemacht, separat über einen Schalter zu schalten, dann ist hier wirklich alles komplett hell. Wenn der Wagen ganz fertig ist, machen wir da bestimmt mal ein Video mit im Dunkeln, dass wir wirklich zeigen können, wie viel Licht die Dinger bringen. Für die Hörgelichten haben wir eine Verlängerungsplatte für die AHK, dass wir dann immer noch so auf dem 45er, 50er Kugelhöhe sind, wo die meisten Anhänger mit klarkommen, aber wir haben hier auch noch ordentlich Verstellmöglichkeit, dass die alle auf dem Boden bleiben. Ne? Ja, hier Backschild ist ein Limited Black. Da ist unten unsere Lightbar drin. Die kennt ihr auch schon. Ja, also wer das hier am Hof mal eingebaut sehen will und nicht nur immer in den Videos, ne? Die Autos stehen hier immer. Da können wir alles dran zeigen, was ihr ausprobieren wollt. Deswegen machen wir den Spaß ja. Ne? Backschild drauf. Das Auto hat kein Fahrwerk, ist komplett serienmäßig mit einem Luftfahrwerk ausgestattet. Das Auto steht jetzt auch in der Normalfahrhöhe, sieht aber trotzdem super bullig aus. Ne? Also gerade wenn man von vorne schaut, mit diesen schmalen Kotflügelverbreiterungen noch dabei und hier dem dicken BF Goodrich drauf, das sieht halt richtig fett aus. Ne? Das ist so unser Street Performance, so der ganz bullige, ohne Höherlegungsfahrwerk. Ja, da haben wir auch ein schönes Alurad aus dem Zubehör, die hat auch eine saubere ein sauberes Gutachten, das Ding, die können wir euch sehr gerne anbieten. Cool an der Felge ist, das hier sind so Kunststoff-Inlets,
Die kann man sehr einfach rausschrauben. Hier ist alles schwarz-matt. Auch dieser Stern in der Mitte kann einfach rausgeschraubt werden. Bedeutet, der kann mal in Wagenfarbe lackiert werden. Wir können ihn einem Folierer geben und er kann euch da eine Schlangenlederhaut draufziehen. Super praktisch, können wir mal ein bisschen was individualisieren mit dem Rad. Ne? Was wir ganz neu haben, ist dieses schöne Ding. Das wollte ich euch gerne mal präsentieren. Es ist mal ein Hardtop, was nicht aus Plastik oder GFK ist. Ja, gerade im Hintergrund sehen wir hier auf einem Kundenauto, ne, diese klassischen Lierdinger. Das ist dann so ein GFK-Zeug. Und ja, das hier ist mal eins aus Stahl. Das wird uns angeliefert in Teilen. Das heißt, das lässt sich viel besser transportieren. Und was super cool ist, das kann ich ganz einfach von der Seite öffnen. Ich habe hier ein Schiebefenster drin. Das heißt, da kann der Fifi jetzt raushecheln. Und was richtig geil ist, habe ich bestellt, aber wie dieses Corona-Jahr halt alles, es dauert noch, bis das kommt, alles nicht lieferbar. Hierfür in dieses Fach oder diese Öffnung gibt es einen Staufer. Wir hauen da mal ein Bild rein, das geht dann hier so runter und es gibt sogar eine Outdoor-Küche dafür. Da klappe ich mir dann hier einen Gaskocher aus, habe hier Tessertassen, Teller, Tassen und Besteck. So, haben wir den Satz auch zu Ende gekriegt. Und dann kann man da oben eine Dachzelt draufpacken, hier drunten campen und kochen. Echt sehr variables Ding. Cool ist, wir haben eine dynamische Dachlast, also heißt während der Fahrt können wir 150 Kilo transportieren und eine statische, das heißt, wenn wir jetzt hier fahren, laden aus, dann können wir da oben im Dachzelt bis 350 Kilo, das heißt zwei, drei Personen, ganz easy, oben in so ein Dachzelt drauf. Ja, von hinten hier nichts großartig spektakuläres. Das auch hinten mal eben öffnen. Die Verschlüsse gehen alle super leicht. Fällt mir direkt auf bei dem Ding. Es macht einen sehr toughen Eindruck. Wir können hier auch mal reinschauen. Sieht man ganz gut. Was ich richtig cool finde, die haben echt nachgedacht, oben im Bereich dritte Bremsleuchte. Vom Ram haben die ein Fenster reingemacht, damit man die Ladeflächenbeleuchtung, die die ganzen Rams oben drin haben, nutzen kann. Das heißt, das ganze Licht, was da oben generiert wird aus dieser Ladeflächenleuchte, kommt hier rein, sobald ich den Wagen aufschließe. Ja, seitlich diese Fächer, ordentliche Dachlast und hat selbst beim Waschen ja, nahezu kein Wasser reingelassen. Ne? So an den hintersten Ecken beim Hochdruckreiniger immer ein bisschen, aber insgesamt sehr gutes Teil. Haben wir jetzt auch im Programm, gibt es für lange Ladeflächen, so wie hier. Das ist ein Crew Cab lange Ladefläche. Gibt es für die kurzen, gibt es für die alten Modelle, gibt es für die neuen Modelle, also die komplette Modellpalette vom Ram können wir damit abdecken. Naja, hat alles ein bisschen Lieferzeit, aber wir können sie jetzt bestellen. Wir haben einiges vorgeordert und die werden auch bestimmt irgendwann ankommen. So, nun das, was ich euch jetzt ein Jahr vorenthalten habe, das fahre ich. Das ist mein Ram. Auch ein Limited Black Crew Cab Longbed, also 6,4 Feet Ladefläche. Das ist diese 2 Meter oder 1,90. Auch auf einem Limited Black. Und ich, ja, ich bin eigentlich ziemlich zurückhaltend. Fahrwerk drin, kein Bodylift, nur Fahrwerk. Dann eine 18 Zoll Felge mit einem 37er BF Goodrichstoff. Nicht mal eine Kotflügelverbreiterung. Das ist hier noch komplett die Gesäenbreite. Der Reifen ist so genau gerade abgedeckt. Ich mag es gerne, wenn so ein bisschen die Reifenwulst so ein bisschen raussteht, aber wir müssen ja die Lauffläche schon abdecken. Ja, was habe ich noch? Ich habe mir oben noch eine Rambar drauf gemacht, bin ich ein sehr großer Fan von dem Ding. Mit ein paar Casey Day-Leitern, also ein bisschen die historische Rallye-Geschichte kennt. Der wird der Scheinwerfer wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Da hinter der gelben Kappe mit den Smileys ist ein Voll-LED-Scheinwerfer in Rund. Ich kann euch auch gleich mal so eine Kappe abmachen. So, vorne ganz cool an. Das ist dann einfach so ein runder Scheinwerfer, wo ich immer gerne mit rumfahre. Die haben ordentlich Pfeffer, die Dinger. Ich mache die gelbe Kappe, lasse ich drauf und mache dann die Scheinwerfer an. Und dann leuchtet das oben so schön gelb. Das ist natürlich nicht erlaubt, das sieht aber super aus. Ja, ja, ansonsten von hinten habe ich nichts Besonderes, hier alles Standard. Revolver drauf, passt immer gut mit diesen Abdeckungen zusammen. Und dann, das ist natürlich jetzt für Licht eigentlich schlecht, einmal vorne den Kühlergrill bitte filmen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber der TX mit seinem Hutzenlicht hat mir so gut gefallen.
da ich da meine eigene Interpretation von gemacht habe. Das ist mein Laramie Limited Raptor Lights Grill. Wir haben hier einfach so ein paar kleine Positionslichter, habe ich hier drin versteckt. Dass ein gelbes Licht nach vorne nicht hundertprozentig erlaubt ist, das wissen wir alle. Sieht aber super cool aus, gerade in der Kombination. Hinten die drei, oben die vier an. Like! Ja, das ist so unsere Palette, damit wir euch zeigen können, was es so gibt. Wer mal vorbeikommen will und sowas anfassen, angucken will, euch das für selbst auch vorstellen können. Wir können unsere Autos nachbauen. Alles gar kein Problem. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.